Hi, ich bin Michael. Ich bin schon über 60 Jahre alt und im Herzen und im Geist bin ich jung geblieben und ich mache hier auf diesem Kanal Videos mit dem kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm GIMP und man hat mir gesagt, ich bräuchte ein Intro, das sollte nicht länger als 8 Sekunden sein. Das kommt jetzt. Hallo und herzlich willkommen hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mal in der Entwicklerversion nochmal auf dieses Paint Select Tool eingehen. Ich habe euch in der Beschreibung unten, wenn ihr die aufklappt, für die Windows-Leute vor allen Dingen, den Link zur Entwicklerversion hineingegeben. Da könnt ihr die dann installieren auf euren PC. Ob man nun vorher die 2.10 Version deinstallieren muss und so weiter, das kann ich euch nicht sagen. Vielleicht findet ihr das dort auf der Seite von GIMP. Auf jeden Fall ist es so, ihr könnt auch unter Windows die Entwicklerversion installieren. Die Linux-Leute, die wissen das, das geht relativ einfach, indem ihr entweder eine Paketquelle einbindet, wenn ihr zum Beispiel mit Debian-Paketen arbeitet und so weiter. Oder natürlich unter Arch beispielsweise sind die Entwicklerversionen in den Paketquellen enthalten. Ihr findet die dort, wo ihr eure Programme sucht und so weiter. Und dann könnt ihr die Entwicklerversion installieren. So, dieses Paint Select Tool ist immer noch nicht, sagen wir mal, am Ende angelangt. Es hat noch viele Verbesserungsmöglichkeiten offen. Die Kanten werden dementsprechend noch nicht so gut gefunden. Aber ich denke mal, in Zukunft wird sich das alles noch ein bisschen verbessern. Man kennt es ja von Adobe Photoshop beispielsweise, dass es da diese Kantennacharbeitung gibt und so weiter. Wenn man dann mit diesem Tool eben was ausschneidet, den Vordergrund vom Hintergrund beispielsweise. Und ich hoffe mal, dass das hier noch dazu kommt. Wenn ich jetzt hier übrigens noch zwischendrin, wenn ihr unten aufklappt, ich habe euch auch noch für den Playground zu aktivieren in GIMP 2.10. Beispielsweise habe ich euch ein paar Befehle unten in die Beschreibung reingegeben. Da könnt ihr das machen, könnt ihr noch so ein paar Werkzeuge aktivieren, die in der Entwicklung sind unter GIMP 2.10. So, aber jetzt genug. Wenn ich jetzt hier dieses Paint Select Tool unter GIMP 2.99, ich guck mal, was ich hier habe, genau, Info 2.99.6, 2.99.8 soll bald kommen. Wenn ich das aufrufe hier, dieses Werkzeug, dann seht ihr, da ist nicht so viel. Man kann also zu der Auswahl hinzufügen beispielsweise oder von der Auswahl abziehen. Man kann anzeigen lassen, wo man mit seinem Tool entlang gefahren ist. Und ich werde jetzt das hier erst einmal auf Standard zurückstellen. So steht es hier immer bei Pinselbreite 10 und ihr seht, das ist nicht allzu groß. Ich habe hier diese Vorlage gerichtet, die findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Und ich habe die hier relativ klein gemacht, obwohl ich ja mit großen, Bildeigenschaften, wenn ich mit einer großen Auflösung von 3840x2160 arbeite, aber ich habe das mal ein bisschen kleiner gemacht, damit es hier nicht allzu lange dauert, bis man ein Ergebnis hat. Ich werde es mal jetzt hier das Bild ins Fenster einpassen. Das geht über STRG, Umschalt und J. Und ihr seht, da ist schon 104. Also möchte ich es mal auf 100 geben. Jetzt haben wir hier diese Möwe. Und diese Möwe, die möchte ich vom Hintergrund lösen. Und zwar nur mit diesen Werkzeugen. Und auch hier unten den Pflock, auf dem sie steht, den möchte ich natürlich dann auch mitnehmen. Und wenn man jetzt hier hineinscrollt über die STRG-Taste, die halten wir gedrückt und dann können wir mit der mittleren Maustaste hier hineinscrollen oder auch herausscrollen, je nachdem, könnt ihr sehen hier dementsprechend, wie hier die Kanten deutlich werden und wir haben ja immer noch das Werkzeug hier auf Pinselbreite 10 und wenn ich jetzt, möchte ich es jetzt einmal duplizieren, rechte Maustaste auf die Ebene, und hier Alpha-Kanal hinzufügen. Wenn wir das nicht machen, können wir die Ebene, wenn wir freigestellt haben, nicht transparent machen. Also das ist wichtig, ne? Rechte Maustaste, Alpha-Kanal hinzufügen. Ja, so. Und jetzt beginne ich einfach, indem ich hier oben an der Kante oder irgendwo in dem Bereich hier mit der linken Maustaste festhalte und einmal ziehe.
immer ziehe. Und ihr seht, dieses Werkzeug, langsam aber sicher kommt das Werkzeug in den Bereich, dass man es wirklich gut benutzen kann. Jetzt habe ich losgelassen, ihr seht hier, die Kanten wurden bereits gefunden und jetzt kann ich hier den Schnabel nachziehen. Ja, und hier immer, man muss sehen, immer wo eine Kante ist, dann hört das Werkzeug auf. Ne? Das sucht also Kanten. Und deshalb, wenn wir jetzt hier hineinklicken und nochmal ziehen, und dann seht ihr, okay, jetzt haben wir diese Kante hier gefunden. Genauso verhält sich es hier unten. Und jetzt kommen wir eben zu komplexen Bereichen, da ist es eben noch nicht so gut, das Werkzeug. Ihr seht das hier, ne? Wenn ich jetzt hier hingehe und dann findet es hier diese Kante nicht, und geht also bei weitem über diese Kante hinaus. Und deswegen könnt ihr hier dann immer so ein bisschen wieder zurücknehmen, Substract, ja, oder Substract oder Substract. Und vielleicht nochmal hier hinein einfach klicken. Das geht dann auch, wenn ihr einfach hier hineinklickt, immer wieder klickt und nicht zieht. Und dann habt ihr hier ungefähr auch diese Kante hier herausgeholt. Ihr seht das, hier hat sich das prima entwickelt. Hier könnt ihr noch so ein bisschen hineinklicken immer. Und dann sind wir doch hier doch relativ gut hier bedient mit dieser Kante. Ein bisschen ziehen hier noch, vielleicht so, ja, und gut ist. So, jetzt brauchen wir die Beine natürlich von dem Kollegen hier. Also ziehen wir einfach hier unten weiter. Also linke Maustaste gedrückt halten, linke Maustaste gedrückt halten und einfach hier hinziehen. Also das könnte schon was werden für uns, dass es eine große Erleichterung wird in Zukunft. Ja, eben Vordergrund vom Hintergrund freizustellen. Das Problem ist einfach das, dass eben die Kanten bei Haaren und so weiter eben noch nicht so gut gefunden werden, wie es sein muss. Ihr könnt es mal probieren. Sucht euch mal irgendwo ein Foto auf Pixabay oder sonst wo, wo eine Frau mit vielen Haaren oder wehenden Haaren und kleine Strähnen irgendwo im Wind. Und dann könnt ihr das mal austesten. Ihr werdet sehen, das funktioniert noch nicht so gut. Mit kurzen Haaren geht das gut, ja. Also, ne, wenn ihr irgendwo, was weiß ich, eine Frau findet oder was auch immer mit kurzen Haaren, dann müsste das relativ gut gehen. Ich gehe nochmal dahin, ihr seht es hier. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, dieses kleine Eckchen da. Da gehe ich nochmal auf 400 wegen mir und werde jetzt hier einfach die Pinselbreite auf 5 und werde jetzt einfach mal hier klicken. Und ihr seht, es geht tatsächlich noch so, dass wir hier wunderbar durchklicken diese Kante wunderbar erreichen können. STRG Umschalt J und jetzt können wir hingehen, Auswahl, und jetzt können wir die Auswahl ausblenden, wenn wir das wollen, dann sind die Kanten nicht so hart. Ich sehe gerade, ich habe hier oben beim Schnabel das noch nicht so richtig gemacht. Hier, ihr seht das, da muss ich dann noch so ein bisschen nacharbeiten, ja. Aber im Großen und Ganzen ist es ja so, wenn man freistellt, hat man immer ein bisschen Verlust, also das sollte euch bewusst sein. Und jetzt haben wir ja hier dieses, wie gesagt, den Vordergrund ausgewählt. Jetzt könnt ihr über Auswahl, Entschuldigung, ausblenden. Hier den Rand ausblenden oder 5 und so weiter. Dann wird die Kante etwas weicher. Ja, ne? Also jetzt ist sie ja relativ hart, die Kante bei diesen marschierenden Ameisen hier. Aber wenn ihr dann zum Beispiel die Auswahl ausblendet, dann wird das Ganze etwas weicher und natürlich bekommt man dann auch vom Background wieder oder vom Hintergrund wieder ein bisschen was mit. Ich lasse jetzt mal einfach hier diese harte Kante und gut ist. So, jetzt wollen wir ja den Hintergrund entfernen. Das heißt, wir gehen auf Auswahl hier oben, invertieren. Ja, also praktisch, dass wir den Hintergrund jetzt dann markieren. So, und wenn wir den Hintergrund markiert haben, gehen wir einfach auf Bearbeiten, Löschen. Oder die Entfernen-Taste drücken, ja. Also ich drücke mal die Entfernen-Taste hier auf meiner Tastatur und schon haben wir den Hintergrund entfernt. Auswahl, nichts. Entschuldigung. So, und jetzt ist es so eben, seht ihr den Unterschied, das Werkzeug hat es doch schon relativ gut gemacht. Jetzt könnt ihr da hinten den Hintergrund hinmachen, welchen ihr wollt. Das steht euch dann frei, jeder nach seinem Ding hier. Zum Beispiel blau wegen mir und da kann man mal hier das hineinziehen und ihr seht,
ne? Durch das, dass ich die Kante nicht ausgeblendet habe, ihr habt es gesehen, wo ich euch vorgeschlagen habe, ist das doch relativ hart hier, ne? Die Kanten. Ja? Und da kann man dann eben versuchen, über Farben, Kurven, das ganze Spiel hier so ein bisschen, wenn man es abdunkelt, vielleicht werden dann die Kanten nicht mehr so scharf, aber ihr seht doch jetzt, wenn man es aufhält, ja, dann kann man das ein bisschen anpassen und ihr seht, diese Kanten hier sind dann dementsprechend nicht mehr so hart. Aber ich würde empfehlen, einfach, ja, die Kanten, ja, auszublenden, so wie ich das vorgeschlagen habe, ja, okay, also, ihr habt es gesehen, dieses Werkzeug hier, ja, kann man schon doch relativ gut benutzen, wie gesagt, es wird immer besser, ich hoffe, dass es bei GIMP 3.0 dann dementsprechend endlich, ja, noch besser wird. Bei 3.2 bekommen wir Einstellungsebenen hier, wie bei Adobe Photoshop, da freue ich mich auch drauf. Es dauert natürlich unter GIMP seine Zeit, weil eben nicht so viele Entwickler dran sitzen an der Geschichte. Und die sind ja alle freiwillig und machen das in ihrer Freizeit und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, das ist eine tolle Sache, dass die Entwickler uns das zur Verfügung stellen. Und das sind viele Enthusiasten und das ist einfach ganz toll. Und wie gesagt, wir sind froh. Oder ich bin froh, dass ich GIMP habe. Ich brauche kein Adobe Photoshop zu bezahlen, kein Abo und so weiter, wenn ich doch nur gehobene Amateurbilder mache oder sogar professionell. Da kann man auch vieles schon machen damit. Und ihr habt gesehen, dieses Werkzeug ist auf jeden Fall ein Werkzeug, das man im Profibereich ansiedeln kann. Und das haben sie schon ganz gut gemacht. So, genug gequatscht. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Versucht es mal, installiert euch diese Entwicklerversion. Für die neuen Menschen, die hergefunden haben, gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanalsymbol. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Schauen nochmal, ja. Hoppla, mach ich mal so. Und dann, ne? Und bis zum nächsten Mal.